So viel zum Thema Hintereingang. Ich habe jetzt allerdings. Okay, da haben sie, glaube ich, welche erschossen, so wie ich das gerade sehe. Das war mit 10, ne? Mit der man die Patrone werfen könnte hier. Dann würde ich mich jetzt mal hier so verstecken wie so ein Troll und einfach mal warten. Okay, da ist da oben irgendwo. Nee, alles okay. Oh nein. Ich weiß, ich bin komplett orientierungslos. Das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee. Aber es war eine Idee. Na komm hoch. Sehr schön. Okay, dann kommen wir her. Da drüben sind sie. Wo? Da drüben. Na komm hoch. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich geh jetzt dann auf. Leck mich. Na, schaff ich's noch? Was ist denn hier oben? So, Freunde der Nacht. Nummer 1. Dann den komischen Scheinwerfer da aus, dann war da noch einer, so wie ich es gesehen habe. Sehr schön. Hätten wir das. Anderes Problem, mir geht langsam die Munition aus. Was bist du eigentlich? Ah, noch eins, okay. Ach nee. Das war so klar, dass ich wieder irgendwo hängen bleibe. Ja, draußen waren noch, glaube ich, noch welche, ne? Da! Werfer auch Granate! Eine fantastische Granate für euch! Ihr seid erledigt! Vorsicht! Vorsicht! Und so ist, glaube ich, damals der Schießring entstanden. Na komm her. Ich glaube so, das mit dem Anschleichen, das muss ich, glaube ich, nochmal üben. Aber ich muss sagen, der Kamerad hier, der gefällt mir. Den ich hier gerade so benutze mit. Was haben wir denn hier? Eine Brandgun. Ach ja, warum eigentlich nicht? Ach, das sind die Jungs da draußen, ne? Die so rumschreien. Ganz ehrlich, ich lass die mal draußen. Doch, kann ich. Na, sind ja noch mehr von den Jungs, aber was ist das? Da ist eine Kiste. Kann ich die aufmachen? Was ist denn da drin? MP40. Nein, möchte ich nicht. Was haben wir denn hier so schönes? Geht nicht ab. Doch, jetzt wird die Tür, die aufgehen. Also komm, ich habe gestern erst frisch geduscht. Wenn dann, dann riechst du mein Shampoo. Gucken, ob wir hier irgendwas finden, weil das Haus sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen special aus.
Die ist aber nur so ein bisschen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Nein, möchte ich nicht. Obwohl. Niedlich. Ja, gefällt mir schon mehr, weil da hängt eben das Magazin nicht so in der rechten Bildschirmhälfte. Da vermisst die Widerstandskämpfer. Ist da hinten 200 Meter vor uns. Okay, wir gucken aber nochmal die ganzen Häuser hier durch. Weil wir sind ja vom Gerichtsvollzieher, die ausführende Kraft, und wir müssen die hier leider nach Wertsachen durchsuchen, weil die haben halt zum Verschulden, die sie nicht bezahlen wollen. Aber sonst, ich finde es interessant, dass die Türen in beide Richtungen aufgehen, also sowohl nach außen als auch nach innen. Oh Gott. Das Ding könnte ich auch noch mal ein bisschen mehr Munition gebrauchen. Aber naja, mal gucken. Wird schon irgendwie werden. Achso, das war die Alarmanlage da hinten. Ich habe nur gerade oben auf den Kompass geschaut und mich gefragt, was das für ein Zeichen ist. Oh, hallo. Nee. Ja, dich nehme ich gern mit. Ich meine, sowas kann man immer mal gebrauchen. Irgendjemand sieht mich ja. Da unten. Ist der da? Den kann ich aber nicht so einfach erschießen, weil der wird von dem gesehen, der von dem und der von den beiden dahinter. Also ist das schon mal außerhalb meines außerhalb des möglichen Bereiches von dem, was ich tun kann. Mensch, immer in die Umwelt hier pissen. Mensch, Jungs, denkt doch mal drüber nach. An den Klimawandel und alles. Das wäre jetzt eine dumme Idee gewesen. Jetzt lasst mich noch einer. Wie mache ich das mit den beiden? Will ich die jetzt wirklich meucheln oder will ich das jetzt wirklich wieder so Rambo-mäßig machen? Ich da ist sogar noch einer. Da. Na gut, ich würde sagen, ich guck mal, was ich noch so finde. Hier drüben nicht gerade einer, einer, nämlich entdeckt. Da unten der eher weniger. Was ist denn da drüben los? Nix ist los. So. Da oben ist noch so ein. Da bewegt sich. Oh nein. Ich will mal zu dem Turm da laufen, mal gucken, was es da gibt. Das sieht so interessant aus. Oh, hi. Ich weiß zwar nicht, was du beobachtest, aber ich nehme es mal zur Kenntnis. Oh nein. Kommen die jetzt zu mir? Guck mal, von da unten hätte man auch in die Anlage reinkommen können. Sehe ich gerade. Stehen die jetzt hier unten und warten auf mich? Ja, ja, viel Spaß.
Komme ich eigentlich auch irgendwie da oben drauf? Ja, weniger, aber man könnte von da unten aufs Dach und dann dort rüber und dann kommt man dort rein. Okay. Da ist die komische Lampe. Da war der Kamerad. Ja, ja, meine Zeit läuft ab. Deine auch. Mach hier unten nicht gerade jemand? Ich höre doch Schritte. Na gut. Ein richtiger Depp. Haben wir noch ein paar Jungen? Und kommen die jetzt da gleich hoch oder wie läuft das jetzt ab? Das war so klar. Verkackt. Da kommen die jetzt alle hoch. Da drüben ist einer. Okay, den interessiert es wahrscheinlich überhaupt nicht. Okay, jetzt wird's wieder. Wollen Sie bitte mal aufhören? Schlimm mit denen. Ganz, ganz schlimme Sache. Darf ich mal sagen, dass mit der Alarm so ein bisschen auf den Senkel geht? Aber auch nur minimal. Schöne Transformation hier auf jeden Fall. Warte mal, kann ich da vielleicht? Ja, das geht. Ist das ein Street-mäßig hier? War da noch einer? Ne, es sind bloß zwei. Ach du Heilige! Machen wir es halt so. Wofür hat man es denn? Aber stopp doch einfach, Mensch! Ich weiß, ich mache das hier ganz sneaky. Nichts mit Rakete. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe sie alle wunderschön weggemeuchelt. Kann ich den eigentlich noch? Ach, der, oder ist er schon? Warte mal. Krieg ich den noch markiert? Nee, der ist schon kaputt. Also ich habe mir das jetzt irgendwie alles ein bisschen anders vorgestellt. Was ist das denn? Eine MP. Will ich die mitnehmen? Ich denke mal schon. MG34? Nee. Nee, nee. Machen wir mal nee. Wir gehen jetzt mal, wo geht's rein? Hier geht's auf jeden Fall hoch.
Und dann? Keine Ahnung. Ah, ich muss... Okay, ich verstehe. I understand. Ah, jetzt räumen wir ihn auf. Freunde der Nacht, wo seid ihr denn? Und dann muss ich irgendwie da reinkommen. Da ist die Tür. Schönes Turbinenhaus. Wir machen aber mal die Tür zu, weil wir wollen ja Energie sparen. Nichts Interessantes hier, ne, irgendwie. Ich muss aber auf jeden Fall nach oben. Das weiß ich. Gott. Eine schöne alte Unterverteilung, ja. Okay, Unterverteilung ist jetzt nicht wahrscheinlich Hauptverteilung, aber schicke Büros, ja. Da grinst mich zwar so eine Waffe an, aber die werde ich jetzt hier nicht aufnehmen, weil die da hängt die mir wieder zur Hälfte im Bildschirm. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich eigentlich? Ja, das geht. Wo sind sie? Ich habe doch welche lachen gehört. Oh, noch ein Brief. Sehr schön. Ich glaube, die Sonnenobjekte durften wir fast alle haben, ne? Hä? Sind die hier? Also irgendwo hier links von mir müssen noch welche sein. Nee, von hier komme ich gerade. Hier können sie nicht sein. Dann gehe ich mal hier hinter. Mal gucken, was es da so gibt. Aber es ist irgendwie... Jetzt fehlt irgendwie nur noch der Killer, der uns irgendwie jagt. Oh, ich sehe rein gar nichts. Gibt es nicht irgendwie die Taschenlampe oder sowas? Ach ja, gut, dann halt eben so. Noch mehr? Nein, das war's schon. Also irgendwie habe ich es in der Mission irgendwie nicht so mit. Man kann ja nicht mal sich in Ruhe mal... Sonst doch wer? Ich wollte gerade ein Selbstgespräch führen, aber ich unterbreche mich hier jedes Mal. Unmöglich finde ich sowas. Einfach nur unmöglich, Jungs. Einer Dame fällt man nicht ins Wort. Hast du dabei gehabt? Ach, okay, die FG. Sind wir wieder draußen? Tatsache. Okay, wahrscheinlich hätte man hier wirklich noch reinkommen können. Gibt's hier noch irgendwie? Hier geht's nach oben. Von da kamen wir. Da würde ich noch mal nach oben gucken. Ich sehe aber auch rein gar nichts, ey. Das ist...
25 Meter in diese Richtung. Ach, warte mal, hier ist noch so ein Büro. Das ist gut, ich bin blind. Ach ja. Det syns ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det.